Hallo zusammen, ich habe hier drei Kompressor-Kühlboxen. Sind ein bisschen unterschiedlich. Zuerst vergleichen wir die hier. Das ist die Kompressor-Kühlbox von Indel. Das ist auch irgendwo angeschrieben, Indel B. Passt zwischen die Sitze rein von kleinen VW-Bussen, die anderen auch, oder T5, 6 und was es mittlerweile gibt. Nur die Lehne bei dieser Box, die muss hochgeklappt werden, damit der Deckel aufgeht. Das ist das alte Design. Diese Box könnt ihr für 500 Schweizer Franken bei uns noch die letzte haben. Meldet euch oder kommt vorbei, ich habe noch ein Stück. Und das ist die neue TB18. Ist vom Design her hier in Schwarz gehalten, der Deckel ist weiß, ist genau gleich und hier steht Off Indel B. Was Off heißt, kann ich euch nicht genau sagen. Indel konnte es mir auch nicht sagen, weil Off ist für mich aus. Ich, wo nicht Englisch kann. Und dieser Deckel, so ganz in weiß, es sieht hübsch aus, aber wie sich dieses Weiß hält mit der Zeit, kann ich euch nicht genau sagen. Von der Bedienung her, es ist im Prinzip genau gleich, es ist ein bisschen anders vom Design her, und eben steht hier auch wieder Off drauf, und hier hinten bei der Box steht eigentlich auch oft drauf Indel B. Indel B ist der größte Kompressor-Kühlboxenhersteller in Europa. Die Box kommt aus China, sie haben ein Werk in China. Und jeder, der einen LKW hat und einen Kühlschrank hat drin, hat in der Regel einen Kühlschrank von Indel drin. Indel ist einer der ältesten Firmen. Mit der Vorgeschichte, also Indel B war früher mal Indel und vorher Mivis. Die sind Urgesteine, die haben jetzt wahrscheinlich schon etwa 60 Jahre auf dem Buckel, die Firma. Und sie bauen seitdem 12 Volt Kompressorkühlschränke. Und Mivis hat zum Beispiel Space Shuttle ausgerüstet mit ihrem damals selber gebauten Kompressor. Heute werden bei diesen Boxen die Seco-Kompressor 1,4 verbaut. Mehr kann man über den Kompressor nicht sagen. Ich verlinke euch am Ende ein Video. Nur jetzt habe ich noch eine dritte Kühlbox. Also die hier, die läuft aus. Die letzte könnt ihr haben für 500 Franken. Ist nigelnagelneu, steht bei uns. Nachher gibt es die nicht mehr in diesem Design. Wir kriegen auch keine mehr von Indel. Und das ist unsere eigene Box, die lassen wir in China fertigen. Die hat auch den Seco 1,4er drin. Der Deckel ist schmaler, der geht also dann zwischen den Deckeln, also den Armlehnen, die muss man nicht hochklappen, die gehen zwischendrin hoch. Preislich ist sie ein bisschen günstiger. Von der Technik her im Prinzip das Gleiche, von den Abmessungen her das Gleiche. Von der Bedienung her, wir haben hier auch vier Knöpfe und eine Anzeige, genau das Gleiche. Wir kochen auch nur mit Wasser wie die großen Hersteller. Die Boxen laufen alle nur auf 12 und 24 Volt. Für den Betrieb an 230 Volt braucht ihr einen Netzadapter. So in der Größe, also das heißt, wenn ihr zum Beispiel Insulin oder irgendwas transportieren möchtet, ihr darauf angewiesen seid und eine kleine Kühlbox braucht und damit dann vielleicht ins Hotel geht oder irgendwo übernachtet, empfehle ich euch noch so einen Netzadapter dazu. Das sind die gleichen, wie teilweise für Laptops verwendet werden, einfach mit einem speziellen Stecker hier drauf. Wir sehen hier die Datenblätter, ihr seht das natürlich auch bei uns auf der Homepage. Ich verlinke euch die zwei Geräte im Shop drin. Die Preise stehen hier, die sind auch im Shop drin. Hier verlinke ich euch ein Video über diese Box hier.
Und hier unten ein Video über diesen kleinen Kompressor von Secop. Ganz ehrlich, habe ich zerlegt. Interessant zum Schauen. Und klar könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder auch ein Abo. Hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.